Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge auf der, nicht vor gerade, hier bei Kettle und Cops. Ja, wir machen hier weiter mit Aussaat mit Gerste und dann kurz mal lesen. Es gibt Sommer- und Wintergetreide. Das meiste Getreide wird im Herbst als Wintergetreide, zum Beispiel Weizen und Gerste, in Roggen angebaut. Diese Pflanzen brauchen einen Kältereiz, um später Körner auszubilden. Den Vorgang nennt man auch Fernalisation. Oh je, so. Die Pflanzen bilden vor dem Winter Seitentriebe, die nennt man Bestockung. Im Frühjahr strecken sich die Triebe, das wird als Schoßen bezeichnet, bilden dann Blüten aus. Beim Sommergetreide wird das gerade ausgesät, läuft es ähnlich ab. Es braucht allerdings keinen Kältereiz, wickelst du somit in weniger Zeit bis in Sommer. Bringt aber meistens weniger Tag als Wintergetreide. Oh, das ist immer gut zu wissen, ne? Das wusste ich nicht. Ich dachte immer wegen dem Wachstum, ne? Aber ich glaube mal, ob Sommer- oder Wintergeizen, Weizen oder Gerste, ist glaube ich wurscht, wenn es im Bier oder im Brot ist, ne? So, es geht weiter mit Tee fahren. Es gab ja früher mal ein Verbot, dass man Weizen durfte man nicht zum Bier machen. Ich meine, zum Bier kannst du im Grunde alles machen, was man mit Hefeflex ergären kann. Aber es ging darum, dass man gesagt hat, okay, Weizen ist verboten, damit die Bevölkerung was gut zu essen hat. Und deswegen wurde nur Gerste als Bier erlaubt. Also da hat der Staat noch eingegriffen. Ja. Heute macht das anders. Er lässt fördern und lässt andere bezahlen. Siehe Windkraft. So geht es natürlich auch, ne? Ja, dritte Folge und wir sind noch gerade mal beim. Aber Zeit für Szenario steht da nichts, ne? So, V und T, Gas geben, Junge. Wir wollen was schaffen. Das nächste kommt garantiert zum Hof zurückfahren und dann nachher wieder zum. Oder die Lampen wieder abgeben oder so, keine Ahnung. Ist ja nur ausgeliehen, ne? Denk mal auch, dass wir die hier zum Hof das Saatgut wieder rauswerfen. Und dann fahren wir wieder zum Händler und zum Genossenschaft und holen wir Getreide. So schätze ich mal die ganze Sache ab. Tja, morgen ist bei mir Montag. Ja, morgen ist frei. Das ist mal was Gutes, ne? Nach langer Zeit. Ich bin ja wieder am 7. September angefangen zu arbeiten. Seitdem gab es keinen extra Tag frei. Und das ist das erste Mal langes Wochenende. Das nächste weiß ich nicht genau wann, aber es ist noch sehr lange hin. Weil der erste ist dummerweise auf dem Sonntag. Aber das ist mal so, ne? Das können wir uns nicht aussuchen. Feiertage fallen man so wie soll, ne? Nicht am Datum, wann das ist, ne? Also einige Jahre hat man Glück, andere hat man Pech. Nächstes Jahr wird das dann erst am Dienstag sein und der Feiertag am Dienstag. Ob dann noch einen Brückentag gibt, ist möglich. Hängt aber auch von der Auslage ab. Fällt aber im Normalfall aus, weil zu viel Arbeit da ist. Im Normalfall. Aufgrund von krankheitsbedingten Fehlen, dass man dann sagen muss, okay, wir können nicht freigeben. Weihnachten ist schon klar, wann frei ist, genau zwischen den Feiertagen. Und gleich nach dem der erste ist ja ein. Oh, nee, nicht neu. Der erste ist ja. Januar ist ja ein Freitag, so wie Heiligabend am Freitag ist, logisch. Und dann heißt wieder Montag arbeiten, ne? Muss aber dazu sagen, wann fällt dann der sechste?
Mitten in der Woche, glaube ich. Also wieder ein, zwei Tage Arbeit und ein Tag frei, glaube ich. So war es gewesen. Der 6. ist ja auch Feiertag, Januar. Aber da ist noch ein bisschen hin. So weit denke ich noch gar nicht. Ach, wir müssen ja noch hier links und rechts noch machen, ne? Also das ist ja auch noch. Ja, ja. Die Stirnseite brauche ich nicht. Ja, ja, ja. Naja, das ziehen wir schon durch, Kollege. Das kriegen wir hin. Dann müssen noch maximal zwei Bahnen gesät werden, links und rechts. Und dann ist es auch fertig. Nicht so, wie du das willst hier. Ohne Lenkung kommt das gar nicht in Frage, dass wir so ein Scheiß machen, ne? Muss ich mir überlegen, ob ich noch eine Schaltung besorge hier. Da will ich nicht rückwärts fahren, der Bursche. Dann wäre das sicherlich ein bisschen einfacher, ne? Oder auch schwieriger. Also. Bremse, Handbremse. So und T. Das haben wir jetzt 11.03 Uhr, eine Stunde verbraucht. Also angefangen haben wir um 10 Uhr vom Hof gefahren, ne? Jetzt haben wir 11.03 Uhr, also eine Stunde so ein Feld. 0,8 Hektar, glaube ich. Daran denke ich, dass wir einen großen Drescher näher haben, du. Das ist ja auch rentabel da. Na gut, mehr Sense möchte ich auch nicht mähen. Und mähen ist das eine, muss ja auch gedroschen werden hinterher, ne? Ganz früher war ja Bauersarbeit, Knochenarbeit, ne? Ich kenn's ja nur aus den Filmen, ne? Aber mein Opa kennt das noch so von richtig mit der Sense, ne? Aber er war nicht begeistert von LPG. Muss man dazu sagen. Also seine Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist bei der LPG, du hast irgendwann Feierabend, ne? Also was als Bauer nicht hast, ne? Als Bauer hast du keinen Feierabend. Und du kannst als Einzelner auch keine teure Maschinen dir leisten. Das kommt dann noch hinzu. Vor allem ist das nicht rentabel, wenn du keine Flächen. Wie? Ich bin noch nicht fertig, Kollege. Aber die Fläche hast geschafft, die Fläche, na gut. Wir werden das mal. Was ist da 11? Noch einmal zurückfahren. Die Spur, das andere haben wir quer schon mal gemacht. Mehr oder weniger. Und dann geht's zurück. Dann brauchen wir nicht nochmal quer fahren. Denn das vom Logischen her ist es besser, man macht erst die Mitte und dann die äußere Bahn, ne? Das ist halb voller Getreide. Aber wir fahren gleich zum Händler, das kennt ihr mal. So. Wenn das so verlangt wird, dann machen wir das so. Dann wird auch nicht automatisch alles fertig sein, denke ich mal. So, da haben wir, draußen ist dunkel, ne? Was haben wir Uhrzeit? Hier haben wir keine Rille. So, B. X und V. Jetzt fahren wir zum Händler zurück. Ich schon nicht mal. Also die ist nicht schmutzig geworden. Wir haben noch halb voll. Überhalb voll. So, ab zum Händler. Hier links ist eine schöne Karte, da wird ja angezeigt, ne? Folge der Straße, ne? Ja, wenn wir später die größeren Felder haben, dann geht's ja auch, ne? Ich hoffe, dass das ein langes Let's Play wird. Bin nicht ganz genau sicher, ob ich das näher staffeln werde.
als reines Tutorial und später als neues Let's Play machen werde als als Karriere. Bleibt auf der Straße. Und geht bergauf. Das mag er nicht. So, was haben wir als Uhrzeit? Das schaffen wir noch. Wir kriegen noch eine neue Mission. Oder mal sehen, dass wir das hinkriegen. Neue Maschine. Für Mais, denke ich mal. Wow. Muss dazu sagen, Traktoren haben ja unterschiedliche Schaltgruppen. So kenne ich das. Ich habe selber zwar keinen gefahren, aber da meinen Kollegen zugehört. Also eine Gruppe ist fürs Feld und die andere für Straße. Dann weiß ich nicht, ob es da drei oder vier Gruppen gibt oder zwei oder so, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man mit dem Feld nicht mit derselben Gruppe fahren kann wie über Straße. Von der Besetzung her ist das vielleicht beim Flügen nicht so ratsam, weil man muss ja wissen, dass man beim Flügen nicht so schnell fahren kann oder sollte, dass man da eher die Kraft braucht auf einen kurzen Augenblick, ne? Gut, kein Verkehr, Gott sei Dank auch. Dass man da eher hochtourig fährt und dafür sehr langsam in der Fortbewegung, ne? Sonst wird man den Motor, man könnte ja auch mit dem Auto kein Flugzeug ziehen, ne? Da würde die Reifen nur durchdrehen, ne? Und erstens die Reifen zu klein und zweitens ist dafür nicht ausgelegt. So, wo darf ich abstellen? Wieder ganz hinten, ne? Ja, das ist typisch. Aber hinten haben wir auch eine Auffahrt. Ich halte mal so fest, ne? Mit der Werkstatt. So, hinstellen. Das haben wir getan. Ach so. Stell mal hier eine Parklücke ran, ne? Normalerweise muss der Händler jetzt sagen, okay, ich fahre jetzt weg, ne? Oder sag mir, wo ich hinstellen soll. So. Puh. Das ist jetzt blöd. Da muss ich mal gucken. Anschalten. Ach so. Er geht zwar ab, vielleicht geht dann so, ne? Könnte ein Bug sein. Normalerweise müsste ich jetzt separat. Sich lösen. Weil er fällt ja auf die andere Geräte drauf, das ist ungünstig. Vielleicht muss ich mal gucken. Hat hier 1.
Oh, Warn, Warn. Was heißt hier Warn, Warn? Wird da gedrückt. So, weiter geht's. Nach einem Absturz. Warum, weshalb, weiß ich nicht. Jedenfalls machen wir jetzt Maschinen abgeben werden. Also, starten wir mit Q. Klappt ja nicht so richtig. Weil das jetzt im Grunde zwei Teile sind. Man muss ja erstmal die Seeeinheit abladen. Also das hintere Teil. Das versuche ich jetzt mal. Und es klappt. Man muss die Saatfunktion beenden. So. Jetzt hängen wir auch gleich ab. Das war das Gewicht. Das ist eine gute Frage. Zwei, ne? Du, das soll mir jetzt noch einer sagen, da hinkommen wir mit E wahrscheinlich. E steige ich aus. Dann machen wir es anders. Dann schmeißt das Gewicht immer weg und fahren rückwärts. Bis das Symbol weg ist und dann das hintere Teil. So, jetzt haben wir die erste Aufgabe erfüllt. Kurz mal länger, ja, 1,42. Jetzt geht es darum, gut gemacht. Jetzt ist der Mais dran. Mais wird für die Fütterung von Tieren auch für die Biogasanlage verwendet. Mais ist sehr pflegeleicht und wächst auf vielen Standorten. Die Pflanzen können Sonnenstrahlen besser verwerten als andere Pflanzen. Aber auch der Mais braucht Wasser, Nährstoffe und Schutz. Soweit so gut. Das hatte ich vorher noch nicht gehabt, okay. So. Baue die, ja, Austerit an. Also hier ist das Teil zum, ja, ist das Gruppe? Wahrscheinlich, ja. Wenn jetzt Gruppe. Ich habe ja gesagt, wir machen ungefähr eine halbe Stunde, um das schnell und zügig voranzubringen. Die erste Mission. Ich hatte schon überlegt, na, im Nachhinein wäre das vielleicht besser gewesen. Wir hätten einen extra Bereich gemacht als separaten Let's Play Folge. Aber nun ist egal. Und geht's auch so. Aber die Karriere mache ich dann in einem neuen Let's Play. Im separaten Bereich. So. Puh. Na doch, die kann doch schon. Fülle die auch, es sieht mit Meister gut auf. Ne, also auf habe ich mal zugedichtet. Jetzt fahren wir mal bestimmt zum Bauern, wieder zum Händler, zur Agrargenossenschaft. Die Maschine ist ein bisschen größer, die geht ein bisschen zügiger, denke ich mal. Wäre doch eher ein größeres Feld haben, denke ich mal, ne? So, richtige Richtung, war ganz gut. Auch zum Händler, ja, zum Saatguthändler kann man sagen. Ja, der Absturz war so und ich hatte alle, ich speicherte alle 20 Minuten, musste so die Aussaat normal durchführen. Das wollte ich aber nicht zeigen, das wäre dann echt zu langweilig auf Dauer, ne? Doppelte Arbeit, schon erledigt, mehr oder weniger. Na, habe ich erledigt. Aufgrund, dass wir das Szenario machen müssen. Und dann habe ich euch hier mit abgeholt bei der Abhängen des Gerätes. Und jetzt machen wir die Mission weiter. Maisaussaat. Das gute Stück hat ja eine höhere Arbeitsbreite. Von daher hoffe ich mal, dass es schneller geht. Außer wir kriegen ein größeres Feld. Das kann natürlich auch sein.
Denn das Feld, das weiß ich noch nicht. Also grafisch gesehen, ja, ein bisschen mehr geht immer, sag mal so, ne? Aber das Pferd mal, ne? Also Landwirtschaft, das ist schon mal okay. Grafisch, das kann man nicht meckern, das ist ein gutes Niveau, kann man sagen. Vor allem haben ja einige Autos als Respekt, ne? Die weichen einen aus, ne? Kenne ich so gar nicht von LS. Da wirst du über den Haufen gefahren. Okay, da habe ich keinen Verkehr ausgemacht. So, jetzt sind wir da. Oh, langer Text wieder, wollen wir gleich mal lesen. Aber erstmal fahren wir hier rein. Da sind wir. So, die Sorten bei Weißrecht sind nach der Verwendung von Körnermais und Silomais. Achso. Ja, logisch, ne? Also gibt es ja spezielle Sorten. Lohnt nach Reifezahl. Um abzureifen, braucht der Pflanze eine bestimmte Temperatursumme. Maissorten kannst du noch, nach Reifegruppen wählen. Je höher die Reifezeit, desto später lernst, kannst du ernten. Für Körnermais K und Silomais S gibt es die Reifegruppen früh S bis K170 bis 220, mittelfrüh S bis K230 bis 250, mittelspät, ja, S bis K290, spät S bis 350. Anstatt in großen Säcken wie bei Getreide kannst du meist nur in Einheiten kaufen. Eine Einheit enthält 50.000 Körner. Wir haben uns dieses Jahr für Körnermais mit einer Reifezahl von 250 entschieden. Da Pflanzen mehr Pflanz brauchen. Die Reihen 75 cm voneinander entfernt. Ah, okay. Fülle auf. Also. Ja. Die Anzeige des Links ist, hast du aber hier eingestellt, glaube ich sogar. Was dann genau anzeigt. Ja, man kann sicherlich was einstellen, ne? Was nun genau ist hier eine Frage? Ach, Licht und so ein Zeug. Und bei der Maschine. Okay. Entschuldigung. So. Fahrer zu Feld 43 mit Mais Saatgut. 43. Oh, mal gucken. Ja, das ist ein bisschen größer, aber nicht viel. Aber weit zu fahren, ne? Dann fahren wir los und dann machen wir, wenn wir da angekommen sind, eine weitere Folge. Halt schon für Montag in einer Woche. Ja, ich mache die ganzen Folgen immer voraus fertig, damit ich bestenfalls noch eine Woche bearbeiten kann. Und dann mit einem Ritt halt 3, 4 bis 7 Folgen auf einmal oder sogar 14 Folgen gestaffelt wie 7-7 hochzuladen zu können. Und später mache ich das Ganze auch entsprechend mit Ausfüllen und Beschreibung und all drum und dran, das mache ich dann auch so, so ein paar Stunden fertig, ne? Bildbearbeitung und so, das muss ich alles vorher erledigen. So Stück für Stück kriegt das hin. Fahren wir Richtung Feld Nummer 43, oder ist, habe ich da genau angezeichnet. 0,6 Kilometer. Ist ja nicht weit. Hier ist auch nichts los. Ich muss sich bald eine Schaltung besorgen hierbei. Aber Lenkrad funktioniert, ich weiß nicht. Also, fragt man nicht warum, aber es ist so. Ich habe den Sound der Maschine ein bisschen lauter gemacht. Muss mal nächstes Mal testen, ob das rauszuhören ist.
denke mal, ein bisschen besser. So, gehen wir am Fluss vorbei und dann fällt schon da. Plätscher, Plätscher. So einen Umweg fahren wir nicht hier, ne? Kommen wir da hin. So. Auch das werde ich wieder nicht so machen, wie du willst. Das ist alles fällt. Das ist. Weil. Ich fahre grundsätzlich immer zuerst innen drinne und dann außen. Nehme zuerst die langen Bahnen, dann muss ich weniger wenden. Also. Das ist zwar nett, was er mir erzählt hier, aber. Dann erstmal innen drinne fahren, außen und dann innen. Dann muss man jedes Mal über die eigene Spur befahren, das ist ja ungünstig. Die gefällt, ne? Entschuldigung. Auch hier mag er nicht rückwärts fahren. Wollen wir sie auch nicht. Bergauf. So. Ausklappen. Geht nicht. Doch. Das ist im Grunde genau gleich wie das X. Dann. Damit V senken und B anschalten. Und dann nochmal gucken, ob das Körnermais weniger wird. So, hier gehen wir auch im zweiten Gang rein. Im Tempomat. Dann geht er auch 12 km/h und dann geht los. Dann wollen wir was schaffen, ne? So, liebe Schauer, das soll es auch für die heutige Folge gewesen sein. Dann sagt mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht es dann hier weiter. Hier mit Körnermais aussehen. Tschüss. Und schönen Dank fürs Reinschauen.